Ja, so, jetzt geht's. Ja, mal schauen. Alles okay jetzt. Schauen wir uns ein bisschen um. Hi. Ich muss um. Ah, okay, jetzt werde ich geheilt, das ist sehr gut. Dann denke ich mal, gibt es hier nichts Interessantes? Schauen wir uns einfach hier mal ein bisschen um. Ob es neue gibt. Kostra. So, der sieht ein bisschen anders aus. Ist wohl, hat eine Schwäche zu normal anscheinend. Seltsam. Ich hab's halt schon gefangen. Wenn ich es fange, ist es dann diese Version, diese verstrahlte Version? Oh ja. Schon haben wir einen Gyarados. Die sind. Wenn ich dann aus dieser Stadt rausgehe, ist es dann wieder normal? Okay, die sind also alle. Haben alle die Schwäche. Normal. Das sollte ja dann ein leichtes Spiel sein für mich. Ich bin halt paralysiert, das ist ein Problem. Ich ehrlich gesagt auch nicht so Bock drauf, damit noch länger rumzurennen. Deswegen gehe ich mich dann doch heilen. Also das ist auf jeden Fall deutlich schwieriger als die, als das Grund, als das Original. Wobei es halt natürlich auch was Schwierigeres gibt. Was war das? Reborn? Aber auf sowas habe ich dann wirklich keinen Bock. Hier ist so die Grenze, wo ich sage, ja, ist ein bisschen anspruchsvoller, aber noch human. So. Sorry. Ja, die Frage ist halt, soll ich die fangen? Ich denke mal, ich kann jederzeit auch wieder hierher, wenn ich verseuchte Pokémon haben will.
Aber sind das dann die gleichen? Und wenn ich die aus dem Gebiet raushole, haben die überhaupt andere Attacken und so? Oder ist das eine rein optische Sache? Sorry, irgendwie. Ich werde wohl krank oder so. Ja, noch ein Fight, dann bin ich wohl Level up. So, dann bin ich wohl 34. Vielleicht sollte ich den XP-Teiler jetzt rausnehmen. Ach, das ist auch noch ein Gestein. Dann halt so. Ich schau mal, wie stark das ist. So. Wenn man Gyarados dann tot ist, dann ist es halt so. Oh, wir sind angekommen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ein Shiny wäre natürlich ultra krass, aber... Ups. Jetzt habe ich Platscher genommen. Biss. Oh. Ist das der Alte? Ja. Der Vater. Hier, das Haus zerfällt, das Gebäude, und wir müssen auf jeden Fall rausfinden, was damals passiert ist. Wir werden reingehen. Und ja, das ist halt der Ort, wo unsere Mutter als letztes gesehen wurde. Wir kriegen einen Tracker angebracht. Ich brauche auf jeden Fall keinen Heal. Ich bin ja gar nicht angeschlagen. Burnt Notebook. Und wir sollen hier die Bücher, die Seiten vom Notebook anscheinend füllen. Okay, ist wohl geschwärzt. Oder unleserlich. Kann ich es nicht aufnehmen? Das ist selten. Aber da alle hier... Weiß ich nicht, nuklear oder so? Oder radioactive? Kann ich hier mit Normalattacken schon ordentlich was reißen. Obwohl ich levelmäßig nicht mal so viel höher bin.
kann ich bestimmt ein, zwei Level in diesem Gebäude, mindestens eins, hier leveln, trainieren. Okay, ich brauche also einen Key, um ganz links reinzukommen. Ich mache hier auch die Gegner. Weil es gerade halt super günstig ist. Ist dann vielleicht ein bisschen blöd fürs Zuschauen, aber naja. Die Encounter-Rate ist aber auch ziemlich hoch. Alle paar Schritte kommt ein. Ist schon stark. Hoch. Also ich habe das vor, hier noch in nächster Zeit durchzuspielen. Deswegen versuche ich trotzdem halt dann noch so schnell wie möglich hier zu spielen. Das Leveln macht mir halt ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, aber das ist ja egal. Vielleicht trainiere ich hier nochmal offscreen mein Garados. So ein, zwei Level offscreen. Da ist noch eine Seite. Das ist aber Seite 3. Brainwave. Aha. Oh. Rusty Key. Damit können wir wohl links dann rein. Sind aber immer die gleichen hier. Wurden hier jetzt geheime Experimente gemacht? Kinetmank. Ist mal was Neues. Hält auch ein bisschen mehr aus. Und gibt ordentlich XP, sehr gut. Hier ist der Ausgang wahrscheinlich, oder? So, jetzt kommen wir Level up. Jetzt kommen wir Level up. Dann müssen wir ganz nach links mit dem Rusty Key. Machen wir das Ganze dann auf. Aber ich habe die Nummer 2 noch nicht. Okay. Ich habe die Nummer 2 noch nicht gefunden. Das
muss ich überhaupt in diesem Raum machen? Okay. Irgendwas ist passiert. Ich bin runtergefallen. Oh. Okay. Crawpint. Kann ich den fangen? Ich würde den schon gerne fangen. Ich will den halt nur nicht töten. So. Oh, shit. Den kann ich nicht einsetzen eigentlich, weil er hat diese Burn-Passiv und dann wird er mir verrecken. Thunderwave. Was? Ich will den jetzt nicht töten. Ich weiß nicht, wie stark meine Attacke ist. Shit. Kacke. Ja, dann werfe ich jetzt einfach Bälle. Passt schon. Oh, wow. Das war's. Das ist einfach nur die Entwicklung, oder? Okay, wir werden angerufen. Schon wurden wir daraus gerettet. Okay. Sie wollen es also abreißen. Okay, sind wir geheilt? Nee. Machen wir das eben. So, dann schauen wir uns
eben. Oh, Black Belt. Flying Pokémon. So, es ist das hat zerschmettern. Das kann ich eigentlich rausnehmen. Ist ja gar kein PC. Kann ich ja gar nicht benutzen. Wow. Na gut, dann ab dafür. Reisen wir eben schnell zum ein bisschen laggy. Ruckelig. So, wir gehen jetzt mal zum Pokécenter. Wir legen das ab. Dann nehmen wir uns das. Nuklear und Poison. Ist das nicht einfach die Entwicklung von dem hier, nur in Nuklearform? Schauen wir uns das mal eben an. Der ist schon 30, ey. Mein zweitstärkstes Pokémon dann. Und Status Problems. Das ist geil. So, Acid, Mega Drain, Confuse Ray und Sludge. Was ist denn Sludge? Okay. Ist aber die stärkste Attacke anscheinend. Acid macht nur Schaden und senkt. Also es vergiftet nicht. Okay. Halten wir das mal so im Hinterkopf und gehen hier rein. Ich glaube, das war dieses Gebäude. Ja. Dem Dad Bericht erstatten. Jo. Hier. Wir haben den Zettel auf jeden Fall überbracht. Bla bla bla. Das war's? Kann ich jetzt zur Arena? Die Arena wird. Ja, die Arena würde ich gerne noch machen. In diesem Part. Ah, so eine Wasserarena. Ja. Natürlich dann nicht so gut, wenn ich Gyarados vorschicke. Obwohl, das ist gar nicht mehr so schlecht. Ich habe gar keine Wasserattacken. So. Gyarados ist extrem stark. Es ist levelmäßig unterlegen, aber ja. Ja, okay. Jetzt merkt man's. Aber den besiegen schafft er vielleicht noch. Ah, ne. Okay. Dann trainieren wir den einfach weiter. Oh, nee. Der ist ja nicht so gut in dieser Arena. Das Ding ist ja. Egal, machen wir den noch, bevor ich mich heilen gehe.
Crab Hammer. Oha. Zum Glück habe ich noch ein Backup-Pokémon jetzt. Ein frisch gefangenes. So. Cool. Ist auch noch voll groß. Okay, ich habe also das Ding nicht unter Kontrolle. Ist zu hoch anscheinend, oder? Oder wie? Oder brauche ich den Orden? Oder was los? Wieso gehorcht es mir nicht? Es ist ja Level 30, es ist noch unter dem Level von meinem Starterfähig Achilles. Okay, den kann ich wohl noch besiegen. Der Gegner ist vergiftet. Ah, ich habe ja hier noch. Hat sich erledigt. So, so geht's auch. Knappes Ding. Den wir wieder. Haben die Ebene gesäubert. So, nächste Ebene. Ich lasse das Gyarados auch noch oben. So. So, was mache ich denn jetzt? Ist zurückgeschreckt. Oh nein. Vergiftet. Oh wow. Was geht jetzt ab? Ich werde mit dem Gift noch verrecken. So. Gerne ist er noch heilen und hä? Habe ich keine Pots? Hä? Wie? Aha, hier so. Hyper, halt 200, okay. Super, halt 50, ja. Nehmen wir das. Haben wir das noch vom Gift? So. Hier gibt es nämlich ordentlich XP, die... Oh Gott.
Danke. Drachenwut habe ich gelernt. So. Bisschen teuer jetzt der Kampf, aber... Hey. Macht schon ordentlich Schaden, Drachenwut. Oh. Warten wir einfach. Der scheint ja nicht anzugreifen, deswegen. Warten wir einfach, bis er aufwacht. Das ist sogar sehr effektiv. So, heilen wir mal. Gibt es hier vielleicht irgendwie... Ne, nix, was ich... Ne, nix, was ich vielleicht beim Pokémon heilen geben könnte. So. Karados ist schon recht stark. Ich werde es auch weiter trainieren. Oh, jetzt bin ich zurückgeschreckt. Dragon Rage macht ziemlich viel Schaden. Aber ich glaube, davon kann ich verwirrt werden, oder? Oder wie war das? Schau mal eben. Immer 40 Schaden, okay. 40 mindestens, oder wie? Natürlich gut, wenn die unter 40 sind. Crap Hammer. Ah, das war's schon hier. Sehr nice. Das Ding ist, ich habe nicht mehr... Es lohnt sich schon nicht mehr zu heilen, weil ich keine Attacken mehr frei habe. Aber ist egal. Was soll ich sonst mit dem Cash machen?
Aber wenn es nur 40 macht, dann fällt die Attacke ja voll stark ab. Oder erhöht sich das irgendwann noch? Ja. Am Stück gekillt, weil es zurückgeschreckt ist die ganze Zeit. Eine Level steige ich wohl noch. Schaffe ich wohl noch. Ja, hier muss ich es wohl einsetzen. Das kriegt den ja niemals runter. Zack. So, 25. Ich hab's geschafft. Ich hab noch ein paar Mal Biss und ein paar Mal Tackle. Versuchen wir es einfach mal. Soweit es geht. Ohne zu heilen, das reicht schon. Ja. Auf jeden Fall das Gefühl, dass das Spiel noch sehr lange geht. Das ist nämlich erst unser dritter Orden. Wir haben hier schon 4-5 Stunden reingehauen. Ach ja. Muss ich hier mit Tackle arbeiten? Ich glaube, das geht nicht gut. Ich schaff den nicht. Nee. Ich wechsle dann lieber. Oh, okay. Super Potion. Ich denke mal, Flammenrad wird nicht effektiv sein auf dem Wasser. Pokémon. Oh, wow. Ich kann es ja trotzdem mal probieren. Okay. Ich schaff den wohl nicht. Ist ja alles effektiv gegen das Vieh. Das war's. Den Arena-Leiter schaffe ich nicht. Hätte ich vielleicht vorher heilen sollen. Weil danach kommt, glaube ich, noch mindestens ein Pokémon. Aber die XP nehmen wir einfach mit. Ob das finale Pokémon ist? Ich glaube, mit Heilung und so hätte ich es vielleicht noch geschafft. Okay. Aber hier verliert man nicht so viel. Nur ein bisschen Cash. Also nicht mal die Hälfte vom Cash, sondern halt eine bestimmte Prozentzahl, aber nicht die Hälfte, weniger. So, schicke ich mal mein Level 5er hier voran. Zack. So.
Dankeschön. Zurück in die Arena. Gyarados müsste eigentlich gut was weghauen können mit Dragon Rage. Hatte hier so ein Unterwasser, unter der Erde so ein Strand. Wasser und Strand hier gebaut. Ich habe auch ein bisschen überzogen in diesem Part. Aber es ist ja nicht so schlimm. Werden noch genug Parts kommen. Wow. Nützt dir nix. Oh wow, gewechselt. Nicht schlecht. Also hier ist die KI schon ein bisschen besser. So. Hat er noch eins? Oder sie? Sonst habe ich mit Gyarados alles besiegt. Erstmal will ich wissen. Ach so, ja, aber es ist alles besser als das. Nee. So. Das ist also das Finale. Wir heilen uns. Komm, was geizen wir hier so rum? Left Blade. Okay. Leaf Blade. Oh, sorry. Ja. Haben wir die Heilung total verschwendet. Ja. Dann das Beste zum Schluss. Ist klar. So, Tide Badge. Die Water Pulse. Okay, danke. Wenn du das erledigst. Und beenden Part. Ich speichere eben noch ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.